Wie kommen wir zu euch? Ach, scheiß drauf. Shit on it. Nein, das ist doch so. Soll ich das Fenster zu machen oder soll ich es auflassen? Ja. Auflassen? Okay. Nein! Miau. Miau? Was? Miau. Stefan, wo bist du? Irgendwo da drin. Wow. Ich hab mich wieder zum Schießen. Zu Papa. Oh, fuck! Wow. Ich komm mich nochmal duck. Oh. Oh, du hast, Lukas, du hast die Goldknarre im Ernsthaft jetzt? Ja, freilich. Und ich hab das schnellste Auto, das gibt. Der Mann hat eigentlich das schnellste Auto, was gibt. Mhm. Ein VW Golf. Ja. Mhm. Spießauto. Voll getuned natürlich mit so einem fetten Auspuff, der fast überfällt. Genau, so ein riesen Auspuff, aber dann so ein 75 PS Motor oder sowas. Ja klar, was denn sonst? Gefällt mir, weil wenn die vorbeifahren, so richtig so. Und so klappert hinten, so gerade, dass die Verkleidung nicht runterfällt. Ja, genau, so ungefähr. Der Auspuff links, rechts schlappt er dagegen, weißt du schon. Genau. Ich denke mir dann, aber ja, wie unser Auspuff so da hat, dann haben wir weggeschmissen. Haben wir neuer gekriegt dann. Ihr habt mit so Gummibandel aufgehängt. Ja, genau so ungefähr. Richtig. Du siehst das so ein winzig kleines Auto, so. Keine Ahnung, so ein Knutschkugel halt, ne? Mhm. Und hinten raus geht einfach ein Endrohr aus vom Auspuff, das ungefähr so ein Kaminreal ist. Genau. Mann, ich brauche da mal ein bisschen im Haus. Und ein besseres Leben, was? Ja. Und im Kofferraum hat meistens dann so zwei so riesige Sackbufer, ja, genau, drin, du weißt schon. Und so die ganzen Scheiben alle vibrieren so, weißt du, ja, geht's nach außen und innen und sowas. Aber das ist vielleicht der Motorsound auch noch dabei, damit es richtig tief wird. Das weiß man aber nicht so genau. Die spielen über die Subwoofer den Motorsound ab. Oh fuck. Genau, der ist 1:1 verbunden mit dem Gaspedal. Ja. Und dann kannst du dann Gas geben. Genau, dann kannst du dann so Gas geben, ohne dass der Motor stärker dreht, weil du so zwirft's nicht. Genau. Jetzt machen die nur den Sound und alle anderen denken sich dann, boah, krass, ey. Und stattdessen ist es nur der Sound und der Motor dreht immer nur auf. Genau. Dreht aus Umdrehungen oder so Stankgas halt, ne? Stankgas. Mit der Glück. Lukas in deinem überaus sehr gezielten Auto. Du hast meinen Reifen ausgeschossen, glaub. Das ist ein ProGen T20, das ist das teuerste Auto, das es gibt. Aber ich kann es mir leisten, weil ich ein Bonze bin. Ja, das ist schlecht. Ich habe mir ausgesucht. Oh Gott, ich bin jetzt auf Livestream gebracht. Der Mole gebannt. Aue, oh! Schön. Ich hab für den Polizisten ausgeschissen. Lukas, ich hoffe, das tust du mir ausdanken. Sehr gern. Oh, das war jetzt schlecht. Siege, weil du die ganze Zeit in der Bar schießt. Oh Mann, ist das doch Lutscher und ich schieß weg gegen so einen Polizisten nieder. Ja, danke. Oh, Hinterreifen sind weg. Ich glaube, ich hol mir ein neues Auto. Okay, jetzt habe ich 3 Sterne. Haben ja. Ich geh in die Garage. Geht das, ich hoffe. Nein, es geht nicht. Ich hab keine Reifen mehr. Außer einen. Ich hab nur einen Reifen.
Ich hab da so einen Marker, sollen wir da hinfahren? Ja, ich glaube, das war meiner nur. Ja. Sollen wir da hinfahren oder? Achso, dann nicht. Nein. Dann nicht. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Null Bytes. Weißt du? Voll, ne? Scheiße. Hey, da ist der Stefan. Oh Gott, nicht schon wieder. Ich mich hätte das Auto jetzt schon nicht panzern lassen bei LS Customs. Stimmt, LS Customs. Oh, cool. Fuck. Doch, und das ist ohne große Reparatur kostet. Okay, so ein Schicklein. Scheiß Ruma Panzer, ne? Nicht irgendein Schrottkahn. Genau. Wie ist der Centorno, du Hirsch? Ein Centorno auch nicht, der ist auch scheiße. Mhm, sicher. Ja, kostet. Ja, den kann es ja noch panzern von mir aus, aber Hauptsache der kauft sich den scheiß Kuruma. Aber bloß den gepanzerten Kuruma, nicht den normalen, gell? Genau, der kauft sich dann eine ungepanzerte Version und panzert. Genau. Na ja, ein Kuruma oder ja, aber wirklich. Ich fahre gar mal so ganz wirklich hinterher wie ein Schaf an seiner Mutter. Nein, okay. Nicht du Depp! Ah, das war der falsche. Ja, auf da! Da ist alles ganz das. Nein. Oh, ich möchte gar nicht. Bitte, nein, ich möchte gar nicht. Es ist nicht das richtige, Loch, du Mei, jetzt haben wir wieder Polizei am Ort. Das können wir wieder nicht rein. Ich die Cops. Scheiß Cops. Oi, bitte. Ja, cool, also, ich ohne Reifen das ist echt geil. Das hab ich auch schon mitgenommen, ja. Du bist gerade, Lecke, wenn du drin die ganze Gas gibst. Oh, ich hab gerade den Reifen geschreddert. Mal schauen, ob ich den Typen da drin umschießen kann. Na gut. Ja. Fahrzeug reparieren. Wie heißt das Auto, Lukas? ProGen T20. Geht der gut mit. Das ist das schnellste Reifen Auto. So ich habe jetzt gerade keine Reifen, ja, aber okay. Mit Reifen ist das schnellste Auto, das es gibt. Und es ist ein Hybrid, also nicht direkt, aber es. Es hat einen Elektromotor und einen Benzinmotor. Mensch, und ich habe 20.000 Polizeiautos. Was? Wenn es quasi Energie brauchst und du möchtest den Energie fahren, dann nimmt er den wirklichen Motor und wenn du gerade in Sturm und an der Pimp bist, dann. Nein, er nimmt immer beide. Aber ich weiß nicht, wann er nimmt den einen, um den anderen zum Powern oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Okay, das war dann wahrscheinlich Diesel-Elektrisch, das heißt, du tankst Diesel und der Dieselmotor macht Strom für das Elektro-Ding. Ah ja, und der Elektro treibt dann Traller. Nein, ein Benziner treibt schon Traller, das hört man. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, beim Anfahren macht es der Elektromotor und beim Langstreckenfahren macht es der Benzinmotor. Also beim ja, Acceleraten. Ja, und so. Doch. Oh, ja, ist das scheiße. Ja, ich sollte. Rückwärts geht's am besten irgendwie. Sollte die ganze Zeit rückwärts fahren. Ich hab's ja direkt auf den Klauer. Mann, jetzt ist da schon wieder so ein verficktes Polizeiauto. Also jetzt geht's mir langsam ernsthaft. Mäh. Was war denn das gerade? Jetzt flippt's ein Polizeiauto übers Auto drüber. Ich fahr jetzt rückwärts.